Und die BAV morgen, die möchte ich Ihnen erklären vom wirtschaftlichen Umfeld. Und das wird auch der Beginn von meinem zweiten Vortrag sein. Was ist das wirtschaftliche Umfeld? Wir haben einfach die Bankenlandschaft. Da brauche ich nicht viel dazu sagen. Wir haben momentan immer restriktivere Kreditpolitik. EBA, Europäische Bankenaufsicht, warnt vor Kreditklemme. IWF, Internationaler Währungsfonds, warnt im Frühjahrsgutachten vor Kreditklemme. Vor kurzem wieder in der Presse gestanden, auch Ratingagenturen sehen schwere Stürme oder unsichere See am Kreditmarkt. Die Versicherungsseite habe ich schon ein bisschen beleuchtet. Die schlechten Leistungen ist das eine. Aber was immer mehr Unternehmen sich Gedanken macht, ist die Anlage in Staatsanleihen statt Realwerte. Vor kurzem im Financial Times einen Artikel gelesen, da hat sie eine Versicherung feiern lassen auf eine Viertelseite, weil sie 8% in Immobilien und 8% im Aktienmarkt angelegt hat und damit so viel alternative Investments, wie es geheißen hat, wie sonst keiner und nur den Rest in Staatspapieren. Wir haben auch den ganz großen Treiber aus einem Unternehmen selbst und da gibt es für mich zwei ganz wichtige Punkte. Einmal ist das Thema Mitarbeiterbindung und Fachkräftegewinnung. Das ist ein Thema, egal ob Sie im Osten sind, ob im Westen sind, ob Sie in der Branche sind oder in einer anderen Branche, ob Sie im Facility-Management-Unternehmen sind oder im IT-Unternehmen, ob Sie im Ingenieurbereich sind. Sie haben überall das Thema Fachkräftemangel, selbst da, wo Sie es wirklich nicht vorstellen können und egal in welchem Bundesland, mit welcher Arbeitslosigkeit. Und natürlich damit zusammenhängend das Thema Bindung, Gewinnung und Akquisemöglichkeit. Und das Zweite ist natürlich Bestandssicherheit des Unternehmens in Krisenzeiten. Und es ist einfach so, wenn ich eine Liquidität nicht abfließen lasse, wenn ich eine Liquidität im Unternehmen lasse, wenn ich eine Liquidität sachwertorientiert anlege, am Kapitalmarkt oder sachwertorientiert im eigenen Unternehmen, dann habe ich was, was Bestand hat, auf das ich eventuell zurückgreifen kann, was ich vielleicht eine Liquiditätsreserve habe. Und die Liquiditätsreserve ist für mich wichtiger als die Liquidität selbst. Und damit bin ich bei der BAV morgen. Das heißt, die alten Wege, die werden wieder aktuell mit unseren den beiden Wegen Direktzusage, pauschallotierte Unterstützungskassenlinien vorstellen. Da lösen wir genau die Themen, da lösen wir genau die Themen Innenfinanzierung, da lösen wir durch die hohe Effizienz das Thema Mitarbeiterbindung, da lösen wir das Thema Mitarbeitergewinnung, da lösen wir durch Liquiditätsreserven das Thema Krisensicherheit. Da sind wir weg von Staatspapieren, das heißt Sachwerte und das eigene Unternehmen als Inflationsschutz werden wichtiger. Liquiditätsreserven spielen eine ganz wichtige Rolle. Realwerte, Sachwerte, glaube ich, ist ein Schlagwort unserer Zeit und auch wirklich wichtig. Mitarbeiterbindung funktioniert nur mit Effizienz. Mitarbeiterbindung funktioniert nur, wenn dementsprechend was rauskommt. Und wenn ich dem Mitarbeiter sagen kann, lieber Mitarbeiter, ich finde, sind es dir 100% mit 2,5% statt 70% mit 1,75%, dann kommt da zum Beispiel einfach das Doppelte hinten raus. Ohne Zauberei, ohne Rechnerei. Und wenn ich sage, die Steuervorteile und was es alles sonst noch gibt, erlauben mir, dir einen Zuschuss zu geben, weil mir fließt ja keine Liquidität ab, dann bin ich wieder bei dem Punkt, wo ich hier relativ hohe Effizienz habe. Und natürlich die steuerlichen Möglichkeiten, die schaffen wieder liquiditätsneutrale Arbeitgeberleistungen, also die Möglichkeit zu Zuschüssen und zu Arbeitgeberleistungen. In dem Zusammenhang auch das neudeutsche Schlagwort CSR, Corporate Social Responsibility. Das, was man früher vor 150 Jahren schon gemacht hat, nennt man jetzt CSR und macht das Gleiche. Man schreibt ein bisschen mehr in den Zeitungen, publiziert es ein bisschen besser. Aber vom Grundgedanken oder von der Idee ist das Gleiche. Und das ist der Teil von, das Fazit von meinem ersten Teil, den ich bewusst ein bisschen kürzer halten wollte, weil das Interessantere, glaube ich, was ich wirklich mehr, wie macht man es, was kann man machen, die einfache Funktionsweise, den ich im zweiten Teil bringen werde, ein bisschen mehr Zeit habe. Das Fazit ist, die alten Wege und die alten Lösungen, die bewährten Konzepte, die sind wirklich wieder modern und die bieten vor allem für die Berater offene Türen und offene Beratungsansätze. Für jedes Unternehmen fast einen anderen Ansatz. Ich habe letzte Woche für meinen Vater Auto hier in Ingolstadt abgeholt, habe dann gefragt bei der Werksführung, wie häufig das gleiche Auto hergestellt wird. Dann hat es gesagt, ungefähr alle 4 Jahre. Also alle 4 Jahre produzieren sie das gleiche Auto, das sie irgendwann produziert haben, wieder. So ähnlich ist es bei uns. Ich glaube, wir haben auch schon über 1000 Versorgungswerke eingerichtet. Wir richten genügend ein. Wir richten auch keine 2 gleichen ein. Jeder Unternehmer hat einen anderen Ansatz. Jeder Unternehmer hat andere Probleme. Jeder andere hat andere Mitarbeitergruppen, andere Fördersituationen, andere Ideen, was er machen will. Großzügiger
andere Verzinsung, wie er rechnen will, wie er es macht, da ist auch jedes System anders. Und wie gesagt, das ist das Fazit, die alten Wege werden wieder modern und dazu lade ich Sie zum zweiten Teil jetzt dann nach der Kaffeepause ein, wo Sie sich wirklich die Wege, wie man es machen kann und wie einfach sie in der Wirkungsweise sind, anschauen können. Danke.